Carolina. I've been looking for the time to tell you nothing feels the same since I moved back from where you are. Words don't line up. Every time I try to lay them down, the godforsaken page drips out and tears into parts. I'm tearing into parts. Hallihallo! Mit diesen Worten begann die erste Sprachnachricht von Simon an meinen Mann Markus und mich. Und seitdem lieben wir diese Begrüßung. Heute wollen wir euch und eure Entschlossenheit feiern. Und es ist euer Tag. Und ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute zur Hochzeit und hoffe, dass ihr weiterhin so toll und verrückt bleibt. Heute hier mit dir zu stehen zu dürfen, ist das Schönste, was ich je erlebt habe. Und da kann selbst der Ironman einpacken. Es ist ein Riesenprivileg für mich, den Rest unseres Lebens gemeinsam zu verbringen und Jesus und den Menschen zu dienen. Ich will dich höher achten als mich selbst und deine Bedürfnisse über meine stellen. Ich will dich genau so tief und bedingungslos lieben wie Jesus seine Gemeinde, der sich selbst für sie, für uns alle hingegeben hat. Als ich Gott gebeten habe, mir einen Mann zu schenken, hätte ich niemals gedacht, dass er mir so einen wunderbaren Mann schenken würde. Einen so warmherzigen und gütigen Mann, der mit Jesus unterwegs ist und ihn von Herzen liebt. Jesus scheint aus deinem Inneren heraus, wie ich es niemals zuvor bei einem Menschen gesehen habe. You're like summer in the night. The sun goes down, but still I feel you. And every shadow's turning bright. Every broken heart is made new. Oh, you're not far. Every glimmer is a spark.
catching fire as you break through.